Daniel Rübacken in seinem Atelier in Göteborg. Seit 5 Jahren gewinnt der 29-Jährige mit seinen Lampendesigns einen internationalen Preis nach dem anderen. Seine Arbeiten werden in Galerien in Mailand, London und Paris ausgestellt. Im Gegensatz zu vielen anderen Designern beschäftigt er sich vor allem mit der Wirkung des Lichts. Bei vielen Designs spielt das Licht an sich kaum eine Rolle. So werden auch in der Werbung die meisten Lampen ausgeschaltet präsentiert. Oft dreht sich alles um die Ästhetik der Lampen, nicht wirklich um das Licht. Daniel Rübackens große Leidenschaft ist das Tageslicht. Er liebt es zu erforschen, wie sich Licht in der Natur verhält und wie man es nachahmen kann. Sogar in fensterlose Räume bringt er Sonne, wie in diesem Büro-Treppenhaus in Stockholm. An der Installation hat er 2 Jahre gearbeitet und 6500 LED-Lampen verbraucht. Diese Lichtflecken hier werden nicht durch Sonnenstrahlen erzeugt. Das sind Lampen, die hinter der Wand installiert sind. Um die Illusion möglichst real zu machen, muss man auf Kleinigkeiten achten. Die Linien rechts und links müssen zum Beispiel ganz scharf sein, aber oben und unten etwas verschwommen. Man muss viel testen, um es richtig hinzubekommen. Aufgewachsen ist Daniel Rübacken in Norwegen. Das skandinavische Licht hat ihn geprägt. Im Sommer ist es fast rund um die Uhr hell, im Winter gibt es nur wenige Stunden Sonne. Die Menschen hier sind sehr empfindsam, was das Licht angeht. Klar, wenn man sieht, wie das Wetter hier ist. Um 3 Uhr nachmittags ist es schon fast dunkel. Weil es hier so lange dunkel ist, nimmt man die positive Wirkung des Lichts viel stärker wahr. Für diese Wirkung interessiert sich Daniel Rübacken schon seit seiner Kindheit. Als erstes Forschungslabor dient sein altes Jugendzimmer in Oslo. Ich habe damals gemerkt, dass ich mich bei Tag nicht so eingeschlossen fühlte, sondern der Raum viel größer schien. Als ich jedoch die Deckenlampe anmachte, wirkte der Raum fast wie ein Gefängnis. Die Tageslichtinstallationen von Daniel Rübacken kann man in Galerien oder auf Designmessen bewundern. Seine Lampen werden mittlerweile in Serie produziert und für Preise zwischen 400 und 800 Euro verkauft. Von der Idee bis zur Fertigstellung einer Lampe braucht Daniel Rübacken manchmal mehrere Jahre. Mit Computerprogrammen und einem 3D-Printer entwickelt er mehrere Prototypen zum Testen. Trotz technischer Komplexität sehen seine Designs immer schlicht und klar aus. Ich entwerfe nur Sachen, die ich auch selber gerne hätte. Das macht meine Arbeit ehrlich. Ich versuche gar nicht erst, den Geschmack von jemand anderem zu treffen. Um 4 Uhr nachmittags hat Daniel Rübacken längst kein Tageslicht mehr zum Arbeiten. Bald geht der Lichtdesigner nach Hause zu seiner kleinen Tochter. Sie heißt Sol, wie die Sonne.